Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Börsenpunk 2021. Ja, hoffentlich bringt der Robosauger zu Hause alles in Ordnung. Und ich habe mein Grundnahrungsmittel schlechthin aus dem Homeoffice mitgebracht. Und zwar ist es dieses tolle Produkt, natürlich kalorienarm, wie sich's gehört. Aber ich sage ja immer, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und schon allein deshalb sollte man sich mal wieder die Aktie von Mondelez anschauen. Vielleicht kann der Privatanleger hier mal ein paar Stücke schnappen, schon allein wegen der Dividendenrendite. Aber traditionell starten wir mit den Fragen. Was hältst du von GM? GM haben wir in einer der letzten Sendungen thematisiert. Und wir haben gesagt, vielleicht ist dieser Dinosaurier für die eine oder andere Überraschung gut. Und sie haben geliefert. Die Dame hier, die zeigt so manchen deutschen Automobilchef, wie es funktioniert. Mary Barra, Hut ab, sage ich da nur. Nämlich, Microsoft hat mit anderen Investoren 2 Milliarden Dollar in die Robotaxi-Firma von GM investiert, in die Tochter Cruise. Die ist damit roundabout 30 Milliarden wert. Ja, und wenn wir uns Kursverlauf anschauen, die GM-Aktie auf Allzeithoch, die sieht richtig, richtig gut aus. Also halten wir fest, GM hat eine von 66 Lizenzen und Tests von autonomen Fahrern in den USA. Und die Jungs machen so einiges richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem Kurs und bei der Aktie noch richtig, richtig viel drin ist. Geiles Teil. So, was sagst du zur TUI? Urlaub mit der TUI. Also ich kann mir... Nein, fangen wir anders an. Grundsätzlich sollte man sich von den niedrigen Kursen der TUI-Aktie im Moment auf jeden Fall nicht blenden lassen. Denn die TUI ist so hoch bewertet wie vor der Krise. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Leute nach dieser ganzen Krise in der Pandemie unbedingt wieder raus wollen und buchen wie die Verrückten. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass die TUI-Aktie für den einen oder anderen Punkt nach oben gut ist. Aber ein Standard-Investor, ein Must-Have, nee, ist es auf jeden Fall nicht. Was hältst du von Xiaomi? Xiaomi steht auf der schwarzen Liste von Donald Trump. Jetzt wissen wir nicht, was Joe Biden hier jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vorhat. Aber grundsätzlich, Xiaomi ist super positioniert. Und um das alles mal einzuordnen, die Jungs machen nur einen geringen Umsatzanteil in den USA. So denn haben sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, die haben super Produkte. Und das Management ist sehr weitsichtig und umtriebig, denn die haben unter anderem sehr früh in Xiaopeng, in den Elektroautobauer investiert. Wow. Und solche Rücksetzer wie zuletzt, die kann man durchaus nutzen und setzt einfach mal hier Abstauber, nämlich nochmal 5 oder 10% unter dem Kurs. Richtig gute Firma, 100 Milliarden. So denn, was hältst du von Ehang? Richtig coole Firma. Ehang steht für mich, für die Mobilität von morgen, denn die machen Flugtaxis. Achtung, schmeiß mal das Video rein. Und die haben zuletzt richtig coole Deals eingefädelt. Unter anderem mit der Provinz Zhuhai, ein beliebtes Touristenziel. Ja, und hier sind jetzt Sightseeing-Flüge via Flugdrohnen-Flugtaxi von Ehang möglich. Und die Aktie ist natürlich in dem Fall brutal nach oben geschossen. Absoluter Wahnsinn im Moment. 4 Milliarden Börsenwert. So, ich habe immer Bauchschmerzen, jetzt in solche Fahnenstangen reinzukaufen. Super spannende Firma, ja, aber wartet hier einfach mal Rücksätze ab. Hier muss man vielleicht auch mal Geduld mitbringen. Ja, die Aktie finde ich super, aber nicht in diese Fahnenstange nochmal. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das Unternehmen in ein paar Jahren nicht nur 4 Milliarden, sondern vielleicht 8 oder 10 Milliarden oder noch mehr wert ist, weil das nur der erste Dominostein, der gefallen ist. Coole Firma. Ähnlicher Hype wie bei Ehang bei den Lithiumwerten. Standard Lithium, Millennium Lithium, überall, wo Lithium draufsteht, wird im Moment gekauft wie verrückt. Und wenn mich jetzt jemand fragt, würdest du hier noch investieren, sage ich, sorry, doch nicht in solche brutalen Euphoriephasen, solche Fahnenstangen. Und ich sage auch immer wieder, wenn man es etwas ruhiger haben möchte im Bereich Lithium, dann, wenn man hier überhaupt von Ruhe sprechen kann, dann ist Livent eine interessante Adresse auf jeden Fall. Ja, und waren wir schon mal beim Thema Batterien, Lithium und so weiter sind. Dieser Typ, der First Mover im Bereich der Elektromobilität, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der war schon wieder unterwegs gewesen. Und jetzt will er schon wieder den neuesten Deals einfädeln. Ja, was braucht er noch für seine Batterien? Nickel. Mhm. Und in dem Bereich finde ich durchaus spannend, London Mining. Die sollte man auf jeden Fall auf der Adresse haben und auf der Rechnung haben. 4 Milliarden Kanndollar schwer. Nicht schlecht. Und der Chart sieht richtig, richtig super aus. So, was sagst du zu Geely? War doch immer lange einer deiner Favoriten. Ja, es ist richtig. Aber ich habe auch erwähnt, dass Geely lange gebraucht hat, im Bereich der E-Mobilität hier vorwärts zu kommen. Und es ist kein reiner Hersteller von Elektroautos. Aber jetzt haben sie gute neue Deals eingefädelt, unter anderem mit Baidu, finde ich richtig spannend. Was ich noch vergessen habe, die Jungs haben jetzt eine Plattform entwickelt,
zur Produktion von Elektroautos, die auch andere Automobilhersteller nutzen können. Das finde ich schon spannend, auf jeden Fall. Aber nochmal, kein reiner E-Mobility-Player. Auch mit der Software haben sie nichts am Hut, die Jungs. Also von daher bleiben wir bei unseren alten Favoriten. Aber halten, ja, auf jeden Fall. Ascol, finde ich grundsätzlich nicht schlecht, Hersteller von Elektrorollern. Aber können wir auf die Watchlist setzen? Ja, aber hier fehlt mir etwas die Dynamik. Die habe ich. Und die meisten wissen auch, dass ich in dem Bereich der E-Roller auf NIO abfahre. NIO, bitteschön, nicht mit O. So, und wer es ein bisschen kleiner mag, tja, im Bereich der Fahrräder, Elektroräder, die liefern alles, was dazugehört. Shimano ist hier erste Adresse und richtig, richtig cool. So, na, endlich sind wir mal durch. Was hältst du von Antasports? Antasports brauche ich eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Die sitzen exzellent positioniert im wichtigsten und im größten Wachstumsmarkt der Welt. Und der Chart spricht eine ganz deutliche Sprache. Erstklassig, erste Sahne, halten. Die wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal verdoppeln. Früher war alles besser, sagen die meisten. Naja gut, besser, es war ein bisschen anders. Wir hatten eine wunderschöne Einkaufskörbe und wir hatten ganz tolle Kassen mit Bargeld sogar. Ja, mit Bargeld wurde er noch bezahlt. Es gab natürlich auch andere Methoden, Geld zu verteilen. Richtig cool. Ja, wie sieht die Gegenwart aus? Die Gegenwart ganz anders. Wir bezahlen immer mehr online. Wir shoppen immer mehr online, das wollte ich sagen. Der Markt für Online-Payment wird sich in den nächsten 10 Jahren mehr als verdoppeln auf 60 Billionen Dollar Marktvolumen. Und welche Firmen profitieren? Das sind solche Firmen wie Adyen zum Beispiel. Die haben eine richtig, richtig coole Lösung. Die machen unter anderem die Zahlungsabwicklung für Netflix, für Spotify, für EasyJet, Flixbus. Und man hätte es eigentlich sehen müssen, als sich eBay nicht mehr für PayPal, sondern für Adyen als Zahlungsabwickler entschieden hat. Und was macht Adyen richtig gut? Ja, ich sage immer, geht mit offenen Augen durch die Welt. Und was steht nämlich immer öfters auf eurem Kontoauszug? Adyen. Ja, mein Gott. Okay, nochmal zurück zu der Tatsache, was Adyen richtig gut macht. Die packen für einen Online-Webshop und für eine Firma, die einen Online-Webshop machen möchte, alles in diese Lösung rein. Denn der Kunde will ja immer alle Möglichkeiten haben. Er will bezahlen via Kreditkarte, Lastschrift und so weiter und so fort. Alles drin bei den Jungs. Also beste Lösung überhaupt. Adyen verdient dabei richtig gut, 10 Cent pro Transaktion. Darüber gibt es noch, je nach EU, abhängig vom Betrag, gibt es dann noch eine Provision. Und logisch, dass auch die Umsätze und die Gewinne pro Aktie durch die Decke gehen. Ja, die großen Adressen wie BlackRock sind ja längst mit dabei. Und die Kursentwicklung, wunderbar, richtig cool. Finde ich total klasse und super spannend. Da kann auch in puncto Kursentwicklung und Margen können auch Unternehmen wie die Konkurrenten Nexi oder Worldline nicht mithalten. Ja, und wer jetzt sagt, hey Jungs, das ist mir alles ein bisschen zu langweilig, ja, der schaut sich einfach mal das Fintech Green Dot an. Und weil wir schon bei Thema Hausaufgabe sind, noch was fürs Wochenende, weil wir haben jetzt im Lockdown haben wir ja alle wunderschön Zeit, schaut euch doch mal diesen Index an. Das ist von Goldman Sachs einer der Indizes, der die letzten Monate richtig durch die Decke gegangen sind. Der beinhaltet alle Internetunternehmen und Tech-Stocks, die Verluste erwirtschaften. Kurzum, sind wir in einer Blase? Ja oder nein? Schönes Wochenende, Männers.